vielen Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit darf ich heute einen neuen gefallenen Let's Play Super Mario Maker begrüßen. Heute machen wir eine entspannte 100 Mario Normal Herausforderung First Try aus Skip. Nie wieder schwer, nie wieder. Zumindest nicht in Aufnahmen. Vielleicht in meinem Livestream, aber nie wieder in Aufnahmen. Ne, mach ich nicht mehr. Muss ich die Hälfte rausschneiden, habe ich keinen Bock drauf. Wir machen nie heute First Try aus Skip. Eventuell wäre es dafür auch klug, das Gamepad nebenan anzulegen, dass ich Level schneller skippen kann. Wir fahren dann mit Extensia 2 von Yeah King in den Kanadier. Was müssen wir denn tun? Das ist aber ein schönes Level mit Super Mario Bros. 1. Und die schöne Musik. Ja. Ist hier ein geiles Item drin? Oh, ein geiler Pilz. Das hab... Wow. Das war schon mal ein vielversprechender erster Versuch, würde ich sagen. So macht man das heutzutage. Excite, Unique Cycle, Bike Time, Race Web. Whatever. Wir müssen uns anscheinend beeilen. Okay. Oh Gott. Schaffe ich das so schnell? Oh Gott. Ja, woher soll ich denn wissen, dass ich genau da drauf muss? Das kann auch keiner wissen. Also, das konnte ich nicht riechen. In der Box von Irwin. Muss man so aussprechen, weil der Typ ist Franzose. Das ist Muss. Oh, was ist da drin? Ein Pilz. Okay. Das wird anscheinend... Ich wollte eigentlich gucken, was da oben ist. Weil da war ein Kommentar, ich glaube, auf dem Gamepad werden mit ihm angezeigt, ne? Ah ja, ich muss hier... Oh Gott, wie krass! Achso, da war nur ein One-Up. Ich will denn bitte ein One-Up haben? Aber eine Blume finde ich toll. Gehen wir weiter. Oh Gott. Überforderung. Wo kommt ihr alle her? Oh mein Gott, ihr Drecksviecher. Alter, zur Hölle, was stimmt nicht? Alter, what the heck? Okay, ich muss einfach nur die Bu... Oh Gott. Okay, vielleicht hätte ich irgendwie die Wolke holen sollen oder so. Also bis jetzt haben wir noch kein einziges Level geschafft. Klingt vielversprechend. Danny Boss von Brad. Seit wann ist es normal so schwer? Oder? Obwohl, es ist nicht schwer, aber es ist einfach... What the... Okay. What so ever. Ja. Das war anspruchsvoll. Das erste Level, was wir geschafft haben, war so unglaublich anspruchsvoll. Krasser Scheiß. Holy shit, war das schwer. Ohne Witz. Nee, ich bin ausgerastet. Wow. Level beendet. War zwar der letzte Ranz, aber hey, wir haben wenigstens mal ein Level geschafft nach 3 Minuten. Ich will eigentlich die 8 Level in der Folge schaffen. Bonusleist von Teddo. Haha. Oh nein. Nein. Nein, lol. Okay. Dann nehmen wir doch den Weg. Der sieht mir deutlich einfacher aus als der andere, wenn ich mal... Ah, ich bin schlecht! Mann! Was ist heute los? Was ist heute los? Nee. Ich habe mir so gedacht, ja, ich muss noch ein paar Sachen aufnehmen. Ich glaube, ich fahre mit Mario Maker an, da habe ich gerade am meisten Bock drauf. Aber, hey, ich wusste, dass es so läuft, dann, oh Gott. What the fuck? Ein Bowser Jr., der rumfliegt und gemein ist. Möchtest du vielleicht mal so hingehen, dass ich dich treffen kann? Kaum nervig, der Bosskampf. Mhm. Kaum. Den kann man so unglaublich gut treffen. Mhm. Kann man wirklich. Total. Alter, wie soll ich denn das bitte timen? Ohne Witz. Jetzt habe ich ihn einmal getroffen. Einmal bis jetzt. Das kannst du kaum timen. Meiner Meinung nach. Jetzt. Oder vielleicht, wenn er anfängt, runter zu gehen? Vielleicht geht das besser? Wow. Auch nicht. Das ist scheiße! Du wirst mal sterben oder so? Ah, das ist echt nervig. Das ist echt nicht spaßig, ne? Und einfach sage ich langweilig. Aber auf jeden Fall können wir das schaffen. Ah, Gott! Halleluja. Wie oft müssen wir den treffen? Das ist vielleicht 200 Millionen Mal. Ah, komm schon! Meine Güte. Mann, Gott. Halleluja. Ich glaube, noch zweimal, dann ist er down, oder? Ah, weh, das ist doch knapp. Gott, ist das eine Scheiße. Ohne Witz.
Wer kommt das so eine Drecksidee? Ist das zum Kotzen? Das ist nicht kreativ und nix, das ist einfach scheiße. Fick. Ah, natürlich, habe ich jetzt den nicht getroffen. Das müsste ja nicht der letzte sein. Ah, den treffe ich natürlich nicht. Halleluja, was eine Ranzkacke. Wow! Okay. Aber wir regen uns darüber jetzt nicht auf. Okay, das war gerade auch echt doof von mir, wie ich da rausgesprungen bin. Das. Was ist heute los? Nee. Was ist heute los? Ich verstehe es nicht. Okay. Ich meine, ich sterbe einfach an einem Goomba am Anfang. What the actual fuck? Holy shit. Sterbt alle. Okay. Ein Dings zum Fliegen, das ist doch schon mal sehr nice. Gerade so geschafft. Kommt irgendwas raus? Haha! Ich wusste es. Ablümerle, hätte ich. Ich hätte eigentlich lieber den Dings behalten, aber jetzt ist. Da habe ich den Fehler schon gemacht und gewechselt. It's too late now, aber. Wir schaffen das Level mit Bravour. Ich würde mir gerne noch ein extra. Ja oder nicht? Okay. Dass ich das letzte Level verkackt habe, fuckt mich ein bisschen sehr, aber wir haben jetzt ja das geschafft. Daher ist alles okay. Was das zweite, ne? Ich würde mir eigentlich wünschen, dass es ein bisschen schneller geht. Aber ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Alles ist gut. Alles okay. Flappy Bird, oh Gott. Das ist ja total einfallsreich und hat noch überhaupt niemand gemacht. Nein, nein. Es gibt nicht schon 2 Milliarden Flappy Bird Level im Mario Maker. Ach. Das ist total einfallsreich und neu und auch so spaßig. Und generell, Flappy Bird ist so ein unglaublich neues Spiel. Das ist überhaupt nicht 2010 oder so. Nein, das ist total aktuell und spaßig. Und was sind das eigentlich teilweise für Namen? Ernsthaft. What the fuck? Yay! Wow. Best Level EU West. 3 Daumen hoch. Den dritten müsst ihr euch leider denken. Lol, er kommt nicht unten dran. Okay, doch. Wow. Also bis jetzt waren die Level ja eher, Es gibt ja eigentlich auch gute Normal-Level, aber aktuell... Und das so ein bisschen am Folgenlänge gucken, weil, wir haben jetzt gerade mal die Hälfte. Power Mario, haha. Hier kommt Feuer. Was passiert hier? Ist hier was drin? Nein. Ich schwimme mal hier oben ein bisschen. Okay. Hier scheint das Ende zu sein. War jetzt auch eher semi-anspruchsvoll. Oh Gott. Ja gut, was erwarte ich, wenn ich normal spiele? Ich meine, mein Gott, sowas kommt da halt. Ist ja... Das Level ist medium, but I like Bowser. Warum? Du kannst über alles drüber schwimmen, als wär's nicht da. Das ist quasi... Oh. Ricky's World, oh Gott, Ricky hat ein Level gebaut. Das kann ja was werden. Yay, Ricky, das ist dein Level. Ja. Die. Just die, everyone. Warum kommen hier so viele Blooper? Und warum kann man eigentlich gerade nur Wasser level? Und warum ist Ricky ein Shy Guy? Ist mir neu, dass Ricky ein Shy Guy sein soll. Aber gut, komm ich mit der Wolke schneller voran. Ein bisschen, aber das ist auch schon das Ziel. Wuhu. Also ich weiß nicht, die Wasserlevels sind irgendwie immer recht einfach, weil du einfach über alles drüber schwimmen kannst. Vielleicht, liebe Levelbauer, solltet ihr da eure Strategie nochmal überdenken. Aber nur vielleicht. That was so easy. Ja, das stimmt wohl. Da muss ich dem lieben Electric Color Butler recht geben. Oh, soll das eigentlich so Geburtstag von Kupi? Das klingt interessant. Darf ich Wolf Link? Achso, wir müssen da hoch. Oder wir könnten theoretisch schon sagen. Ich guck mal, ob es da hoch geht. Das wäre das Logischste, dass es da hoch geht. Aber ich glaube, da geht es nicht hoch. Nope. Okay. Dann müssen wir hier hoch.
Und mit der Achterbahn fahren. Hui! Das war's hier schon. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, aber das geht klar. Hier sind ein neues drin. Wolf-Link! Toon-Link. Ah, kämpfen wir uns hier über alle Link-Amiibos? Weh, es gibt keinen Wolf-Link. Dann bin ich enttäuscht. Ich will Wolf-Link. Oh Gott, komme ich da überhaupt hoch? Oh ne, das ist bestimmt so richtige... Da muss ich gerade irgendwie spontan an Galaxy denken. Kam die Folge schon? Ja, die kam schon. Hier oben ist nichts, ne? Nope. Ah, die Musik ist immer so schön toll und... Kann ich hier denn noch weiter... Könnt ihr hier noch weitergehen? Kann ich hier bis zum Ende gehen? Wir versuchen es einfach mal. YOLO! Oh, what the shit, son! Gut, okay, hätte klappen können, hat leider nicht. Aber war ansonsten, glaube ich, schon ein gutes Level. So. Iochio kontoyo no Sahara. Aya, wakari mashita. Oh Gott, ein Stern, du. Komm her, Stern, du. Und wir nehmen noch das Paar mit. Für was auch immer. Wir werden es bestimmt brauchen. Und die Blume will ich auch haben. Den neuen Stern hier hätte ich auch ganz gerne. Sterbt hier erstmal alles. Neuer Stern, bitte. Neuer Stern, dankeschön. Hier gibt es jetzt komische Kanonen. Okay. Und da hinten noch ein toter Bowser und das war's. Wow. Auch ein super geiles, tolles Level. Gut, okay, ich mache jetzt einfach mal 8 Level in einer Folge. Eventuell schneide ich auch beim einen oder anderen nachher was raus. Das wäre auf, obwohl bis jetzt geht die Folgenlänge. Solange wir nicht über 15, 16 Minuten kommen, ist alles okay. Ich wurde ja mal gefragt, warum ich so kurze Folgen mache. Das liegt tatsächlich daran, weil wirklich die Durchschnitt oder die längste Watchtime oder die, wo die meisten abschalten, ist nach 10 Minuten. Das habe ich mal bei einem Mario Kart 8 Video richtig schön. Oh nein. Wirklich, das sieht jetzt schon kacke aus. Ist auch irgendwie eine witzige Idee, aber stressig as fuck. Okay, komm. Du kommst halt auch teilweise nicht gescheit in die Lücken rein. Wie in so eine. Ich gehe jetzt einfach mal am Rand und versuche mich mal ganz weit hoch zu arbeiten. Keine Ahnung. Das ist auch eher semi-toll, was der Mann hier gemacht hat. Weil du kommst halt nicht richtig in die Lücken rein und irgst dieses Level und keine schlechte Idee, aber doof umgesetzt, weil du halt hier in die Lücke. Wie soll ich da gescheit reinkommen? Das geht halt kaum. Vielleicht mit so einem Sprung, aber das ist wie gesagt keine schlechte Idee, allerdings richtig bin und umgesetzt, weil du halt kaum in die Lücken kommst. Das ist hier das große Problem. Du kommst nicht sehr gut in die Lücken. Ansonsten ist es echt keine schlechte Idee, aber naja. Ihr seht ja hier, ich komme hier nicht rein. Manchmal geht's, dann machen wir halt auch überhaupt nicht. So, Mario. Just do your thing. Wir gehen jetzt einfach mal nach unten weiter. Alter, wie lange ist denn das? Geht das arg lang, weil irgendwie... Mann! Geht da, Mario? Mario, geht da? Geht da einfach? Da! Mein Gott. Das muss man so... Das ist echt, Leute, das... Boah, dann geh halt nach oben, ey. Das ist halt echt so richtig behindert. Da hinten ist das Ende. Halleluja. Wir sind gleich da. Da ist noch ein Gegner. Wenn ich daran sterbe, dann könnte ich... Okay, daran kann man nicht sterben. Okay, aber wir sind gleich da. Mario, bitte geh noch ein bisschen weiter. Dankeschön, wir haben es nämlich geschafft. One up! Wuhu! Ja. Nette Idee, aber da du kaum durch die Lücken kommst, ist es doof umgesetzt. Du hättest Lücken teilweise mehr als 2 groß machen müssen, dann war sowas ein bisschen etwas nervig, aber ansonsten nette Idee. Nette Idee, die Umsetzung war meh. So, letztes Level, Leute. Level 8. Oh, Five Nights at Freddy's. Das unallverträglichste Spiel der Welt. Ja, wow, werde ich jetzt hier... Wow. Das ist beeindruckend gruselig und auch echt schlimm. Ja. Muss schon sagen.
Ich glaube, ich mache mir gleich in die Hosen. Ja. Das war ein sehr, sehr gruseliges Level. Ich muss zugeben, ich habe jetzt wirklich Angst und kann heute Nacht, glaube ich, nicht mehr schlafen. Das ist aber schade. Dann muss ich wohl durchmachen. Kann ich Videos schneiden? Das war sehr gruselig. Das war so ein Scheiß. Ja gut, dann würde ich aber sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich sehr einen Daumen nach oben und einen Kommentar für einen Link zur ersten Folge unter Place des Projektes unten in der Beschreibung und nach allen Social Media Links. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns aber nächstes Mal wieder. Und ja, was ist noch zu sagen, außer tschüss, silly.